Fans von Eintracht Frankfurt, vor den Nachrichten bitte ich euch ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächsten Nachrichten aus Frankfurt nicht verpasst. Oliver Glasner schwimmt bei Eintracht Frankfurt förmlich auf einer Welle des Erfolgs. Der Coach hat im Vorjahr die Europa League gewonnen und ist auch in der laufenden Saison voll auf Kurs. Mit einem 1:1 Unentschieden gegen die Bayern sorgte er nun für ein nächstes Ausrufezeichen. Der Weg zu einem ganz großen Club scheint bereitet zu sein. Eintracht-Coach Oliver Glasner hat noch einen gültigen Vertrag bis 2024. Zusammensetzen möchten sich die Hessen aber erst nach der Saison, wie Markus Krösche jüngst bestätigte. Es gibt Gerüchte darüber, dass das Verhältnis zwischen Glasner und Krösche nicht das Beste sein soll, da sich Glasner mehr an sportliche und Krösche mehr an finanzielle Ziele hängt. Die Arbeitslosigkeit droht dem Frankfurt-Coach aber natürlich nicht. Vielmehr winkt ihm die nächste Stufe auf der Karrieretreppe. Bild-Redakteur Christian Falk berichtete am Samstagabend, dass er noch immer auf der Shortlist von Chelsea steht und seine sehr gute taktische Leistung gegen die Bayern dürfte den Fokus weiter gesteigert haben. Falk zufolge klopften die Blues bereits im Sommer an der Tür des Erfolgstrainers an, da man wohl sehr beeindruckt von seiner Leistung in der Europa League war. Aktuell verleiht Tuchel Nachfolger Graham Potter den Londonern nur wenig Magie und rangiert in der Liga auf Rang 10. Eine Ablösung im kommenden Sommer wäre definitiv denkbar. Für Glasner wäre der FC Chelsea insbesondere finanziell ein enormer Schritt. Eintracht Frankfurt-Fans, stellt ihre Meinung in die Kommentare. Ich bin jederzeit mit weiteren News über Eintracht Frankfurt zurück.